Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, auf Dune, dem Wüstenplaneten. Und ja, heute machen wir eine Führung durch die Innereien eines riesigen Dune-Sandwurms. Weil, der freut euch schon mal drauf. Nein, Spaß beiseite, wir sind immer noch bei Trine 2, Angriff der Goblins. Aber wir wurden trotzdem von einem riesigen Sandwurm gefressen. Und gerade eben wurde unsere Diebin verdaut. Das ist weniger schön. Ja. Das funktioniert nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist auf jeden Fall eine Sprungplattform, hä? Ah. Nein, das funktioniert hier definitiv nicht so toll, wie ich es gehofft habe. So, ich will die Erfahrung hier haben. Sehr gut. Kann ich mich hier irgendwo festkrallen? Na, bis jetzt nicht. Das war nicht gut. Ich wollte eigentlich da mit dem Schild rüberschweben, so wie hier. Nein. Hoch mit dir. Ja, genau. Und hier scheint es weiter zu gehen, aber weiter wollen wir nicht. Mal gucken, was passiert, wenn wir hier drauf schießen. Dann tauchen die Dinger kurzzeitig auf. Ja, Zysten, Hilfe. Okay, das hier ist kein netter Ort. Schwerkraftteil. So, du schwebst mal darüber. Und kommst da nicht durch. Nö, an die komme ich irgendwie so nicht dran. Dann machen wir erstmal hier die Dinger weg. So, dass wir hier drauf kommen. Und dann fallen wir hier in die Säure. Nein, das war auch falsch. Das war auch nicht richtig. Das war jetzt aber richtig und die restliche Erfahrung spare ich mir einfach mal. So kann ich hier auch nirgends festhalten. Okay, was soll das hier bitte sein? Irgendwelche Dinger, auf denen ich umstrampeln kann. Was passiert, wenn ich dagegen schieße? Dann rollt das Ding runter und explodiert. Was passiert, wenn es da drauf fällt? Dann katapultiert es uns hoch. Ah ja. Muss es nicht treffen. Das war schon mal gar nicht so schlecht. Dagegen kann ich hauen. Bringt das was? Weiß ich nicht so wirklich. Was kann ich denn hier anstellen? Hier, das kann ich zum Schwingen bringen. Bringt aber auch nicht so wirklich was. Wir wären auf jeden Fall Bretter, glaube ich, an denen ich jetzt langhangeln könnte. Hä? Ja. Auch wenn das komisch aussieht. Uah.
Magensäure lässt grüßen. Jetzt muss ich wieder hier zurück. Und sie wiederbeleben. Das ist nicht so gut. Also dieser Wurm ist ein garstiger, ekliger Ort. Hier jetzt erstmal wieder hoch. Und mit dem Schild verjage ich hier rüber. Nochmal. Na, ich komme da nicht rüber. Das ist blöd. Weil das Ding immer hoch geht. Das war auch nicht ganz richtig. Na, das war falsch. Schild zu früh nach oben geworden. Jetzt gucken wir mal. Das bringt nichts. Machen wir es auf die einfache Art. Nein, nicht so. Dann nehmen wir einfach Kisten stapeln. Dann kommen wir auch da raus. So, jetzt kommst du noch hier runter. Ah, so. Müssen wir das da aufschießen, genau. Und einen Stufenaufstieg. Wir haben 3 Punkte. Was können wir mit den 3 Punkten machen? Metallmagnetisierung bringt uns nichts. Bewegungsunsichtbarkeit und Tarnverkleidung. Anstürmen, nö. Dann warten wir auf die Metallmagnetisierung. Wie kommen wir jetzt darüber? Er kann diese Zunge so runterheben. Nicht von der Kiste erschlagen werden. Wenn ich die von da ganz oben fallen lasse, was passiert da wohl? Na, das war nichts. Das klappt, das klappt. Nicht. Dann fahr da einfach drauf, wir wollen weiter. So. Obwohl, ich habe da eine Idee. Du? Hackst dich da ein, genau. Und du? Na, jetzt bin ich gesprungen. Das war nichts. Ich darf nicht springen. Ich muss einfach warten, bis die Kiste fällt. Und verdaut wird. Na komm. Ja. Nicht selber verdaut werden. Das ist nicht schön. Dann benutzen wir mal eine Kiste als zusätzliches Sprungteil. Genau. Große Erfahrung und... Na gut, dann lassen wir es dabei jetzt. Müssen wir erst wieder das Ding wegschießen. Oh, und wieder verdaut werden. Das heißt, wieder hierhin zurückleiten. Und wieder hier.
So, neue Kugel. Neues Glück. Wieder das Ding wegschießen. Und dann können wir ja hier weiter. Ach, sieh mal einer an. Da ist sogar noch eine Brücke. Also ein Stück von der Brücke. So, Save Point. Wurm, hörst du mich? Ich habe kleine feuerballwerfende Kinder, genau wie du kleine schleimschleudernde Babywürmer hast. Aber Amadeus Stimme trug nicht weit genug. Und selbst wenn, den Wurm hätte es wohl wenig geschert, was sein Mittagessen zu sagen hatte. Toll. Okay, wir sind im Darm, würde ich mal sagen. Und wie kommen wir hier jetzt raus? So wahrscheinlich. Ja. Und hier müssen wir rumhüpfen. Das sah jetzt gerade ein bisschen verdächtig nach Boss-Time aus. Was ist das da oben? Kann man das wegschießen? Ja, da sind ein Haufen Erfahrungsfiolen. So. Nein, 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 nein. Ich will nicht, nur nicht in die Richtung. Oh, darf ich wieder in die Richtung. Genau. Ja, nee. Ich will die Erfahrung da drüben noch haben. Wenn mein Ritter nicht gerade das tut, worauf er Lust hat. Genau, dankeschön. Und die Erfahrung da oben will ich auch noch gerne haben. So, genau, danke. So, jetzt können wir weitergehen. Wenn wir dürfen, so. Die Erfahrung kriegen wir auch noch. Gut. Bis jetzt wohl. Widerliche Tentakeldinger! Bis jetzt wurden wir ja in diesem Wurm größtenteils verschont von Gegnern, wollte ich gerade sagen. Ja. Und jetzt werden wir gefressen. Das finde ich jetzt nicht so toll, dass wir gefressen wurden. Müssen wir extra zurück zum Safe Point und unseren Magier wiederbeleben. So. Nein. Was mache ich da eigentlich gerade? So. Ja, genau, frisst das Ding. Das hat ihn nicht lange satt gehalten, denke ich mal. Nein. Nicht gut. So, weg mit euch. Ich will die Erfahrung gar nicht mehr. Haben wir schon den Ausgang erreicht? Wir wurden von einem Wurm gefressen und hier drin wollen uns Tentakel fressen. Tolle Ironie, ne?
Und ich würde gerne da oben rankommen. Und die Erfahrung. Genau, danke. War das so schwer? So, und dann die da auch noch. Und dann hauen wir mal gegen dieses Tor. Säurezeug hier, wollte ich gerade schon fragen. Ach, da ist ein... Das soll ein Hebel sein? Ach, das ist weniger gut. Weg, weg, weg. Und jetzt werden wir gefressen. Am letzten Checkpoint fortsetzen und ich mache jetzt erst einmal einen Cut. Bis gleich.